Dieser Tag hat sehr, sehr tiefe Spuren auf meiner Seele hinterlassen. Ich habe hier eine Kontaktperson, die mich zu einem Ort führt, der allen Menschen in Deutschland eigentlich so verborgen ist. Ich habe 400 Hühner in 2 Jahren gerettet und meine Mission ist noch nicht beendet. Jetzt gehen wir in den Ferkelproduktionsbetrieb. Das heißt dort, wo Ferkel hergestellt werden. Erstmal unspektakulär, aber kenne ich so von Hühnerfarmen. Das ist ein sogenannter Vorzeigebetrieb. Das kann ich dir ernst sein. Das kann ich Alter. Einen großen Wert haben die Kümmerlinge ja eh nicht für die Tierindustrie. Jeden Tag müssen sie so eins produzieren. Bis sie sterben, ist noch ein Ei drin. Fließbandarbeit, Termine einhalten. Für mich ist das ein totes Baby, was da liegt, ein Lebewesen. Das ist das Fleisch, was man im Supermarkt kaufen kann. Sie rufen Tag und Nacht nach ihren Kindern. Ich kritisiere hier nicht den Landwirt. Ich mache dem System Vorwürfe und da sind alle beteiligt. Freilandhaltung. Das ist alles Schrecken. Nein, ich kann ernst sein. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe mich noch nie so sehr geschämt, Mensch zu sein.